Hallöchen, meine Lieben, und schön, dass ihr auch heute mit dabei seid. Jetzt möchte ich euch zeigen, wie man auch im Winter zu Hause ein bisschen Grün für sein Brot sich in seinen eigenen Haushalt mit integrieren kann. Wir haben schon mal Kresse ausgesät, damit ihr schon seht, wie das wächst. Die haben wir am Sonntag gesät und den Mittwoch und heute Samstag. Ich tue dann alle 3, 4 Tage. Besprühe mal Simon, der ist nämlich heute mit dabei. Tun wir dann neu sehen, weil das wird ja abgeschnitten und das dann auch irgendwann. Und so, wenn das dann wegkommt, kommt hier Neues hin. Und zuerst möchten wir mit euch diese Kresse ausprobieren. Mach's richtig schön nass, wie sonst auch, Kleiner. Wir haben diese Kresse. Das ist eine von Quedlinburg-Kresse. Seht ihr das schön? Da drin ist so ein kleines Tütchen. Hört sich auch ziemlich voll an. Wir schneiden das mal gemeinsam auf. Und ich tue dann immer, hier sieht man auch schön den Samen. Ich tue dann immer so ein paar raus und da drauf. Das reicht. Warte, nee, noch ein bisschen mehr. Kannst du richtig nass machen, wie sonst auch immer. Reicht das? So, fass mal drauf, ja. Wird langsam. Und dann streuen wir das hier so einfach rein. Und dann wird das nochmal besprüht. Besprüh es nochmal, dass hier das Sämchen schön nass ist. Gut, sehr schön. Super. Okay. So, dann mache ich noch mal drüber. Nochmal? Und dann ist das fertig. Genau, so, jetzt ist gut. So, mach auf. Ach, die anderen haben noch gar so. Nichts. Ich mache das Tütchen dann wieder zu, tue es zurück fürs nächste Mal. Kann man hier wieder so schön zumachen, wieder zurück in die Verpackung. Mama, kann ich mal auch da machen? Ja, mach da und da noch mal. Da ist es für gut. In das andere nochmal? Ja. Ja. In den kleinen Wald. Genau. So, super schön. So, jetzt habt ihr das gesehen. Das ist unsere Kresse. Wir benutzen das für Brot, für Quark oder sonst was. Dann haben wir noch eins vorbereitet. Und zwar wollen wir diese Kräutervariation machen. Der Simon fängt gleich wieder an, das zu besprühen. Ich hatte diese Erde aus dem Garten hier mitgebracht und die stand jetzt auch schon 2, 3 Tage hier drinne, damit sie ein bisschen warm wird, sonst keimt das nämlich nicht richtig. Und wir sehen als erstes heute, so jetzt seht ihr das schön, Dill, Petersilie und Schnittlauch. Hier drin sind wieder 3 Tütchen. Das ist der Dill. Es steht sogar drauf, cool. Also wenn dann einer das noch nicht an Samen erkennt. Auch hier benutze ich immer Sprüh. Da kann ich das andere erklären. Hier, das ist Mooskrause, Petersilie. Es gibt ja auch noch Glattblatt. Aber dieses Mooskrause finde ich schön. Das kann man einfach so zum Dekorieren. Zum Dekorieren auch aufs Brötchen oder aufs Ei oder ja, das reicht. So. Davon braucht man nicht viel. Ihr wisst, wie das wird. Ich mache dann jedes in so eine kleine Ecke rein. So. Dann haben wir hier den Dill. Den benutze ich gerne für Gurkensalat oder für unters Baguettebrötchen und dann Käse. Und wir müssen jetzt noch das dritte Schnittlauch. Da braucht man auch nicht viel. Und das hatten wir schon mal. Das keimt ruckizucki. Und wenn ihr sagt, was ist das für eine... Das gibt es mit Tomaten voll. Und man kann das als kleine Gewächshäuser umfunktionieren. Also nicht jedes Plastik wegschmeißen.
diese Boxen, gut Simon, reicht. Ja. Diese Boxen werden dann zugemacht, so. Und es entsteht da drin, wie in einem Gewächshaus, ein eigenes Wachsklima. Und das braucht man auch nicht jeden Tag aufmachen. Durch die Wärme im Zimmer und durch dieses Klima da drinne tut sich das jetzt bis zu einer Woche selber versorgen, das Wasser. Dann habe ich noch ein anderes. Hier, das gibt es auch mit Tomaten. Das habe ich schon angesprüht. Ja, das reicht aber noch nicht. Muss noch ein bisschen weiter sprühen. Riecht das? Hier die Ecken noch vielleicht. So. Reicht das? Ja, guck mal selber. Denkst du es gut? No, klar. Super. Und dann haben wir noch was Tolles mit. Das ist Saatband. Das benutze ich auch sehr gern. Und hier ist Petersilie, Dill und Bohnenkraut. Bohnenkraut kann man auch in Bohnensalat machen. Dill und Petersilie hatten wir ja schon in dem anderen. Das kommt in so handelsüblichen kleinen. Das ist, wenn man es im Garten aussieht, kann man das dann hinmachen, damit man weiß, hier so geht die Reihe lang, damit man da nicht mithackt. Wir machen uns eins ab. Und ich werde auch mal das dann hier an die Seite irgendwie reinmachen. Letztes Jahr hatten die dann noch hier irgendwo so, genau, da hatte ich dann hier vorne, kann man das durchstupsen und da hatte ich dann drinne, was es ist. So, da kann man das dann hier so reinmachen. Gut, das hält nicht. Nochmal ein bisschen durchstupsen. So, und wenn man das dann zumacht, so, dann sieht man, okay, hier ist das drinne. Das finde ich immer schön bei dieser Firma, dass die so kleine Etiketten. Okay, es ist auch Plastik, aber ja, jetzt zeige ich euch das mal hier, das Saatband. Hier sind kleine Sämchen drin. Ich lege es meistens doppelt. Dann kann man sich das hier einfach runterreißen, wie man das braucht. Gib mal die Schere, Simon. Ich brauche die mal kurz. Gut. Und dann mache ich mir hier wie so eine kleine Reihe. Ich sprühe da noch mal rein. Ja, genau, richtig. Sprühe noch mal in die Reihe rein. Wir haben hier auch warmes Wasser. Und ich nehme das abgekochte aus dem Wasserkocher. Weil da hast du schon einmal, dass hier drinnen die Erde schon mal nicht schimmeln kann. Vom Wasser her. So, dann stupse ich das hier wieder zu, vorsichtig. So. Und auf die andere Seite machen wir uns was anderes. Und zwar haben wir gedacht, wir tun noch mal ein bisschen. Genau, mach auch gleich die Reihe. Super. Ein bisschen Basilikum, weil ich mag das gern zu Tomaten und Mozzarella. Und diese Samen kommen auch wieder in so kleinen Tütchen. Kann ich das machen? Leider steht es hier nicht drauf, aber die ist auch einzeln so drinne. Bei den anderen, wo mehrere drinne waren, steht es ja drauf. Das ist auch fürs Treibhaus geeignet, also wer ein kleines Gewächshaus hat. Und deswegen nehmen wir auch hier wieder. Ihr seht sogar, also keine Werbung für diese Tomaten, sondern das ist unser kleines Gewächshaus. Ja, schneid es schön ab. Super. Kann ich das reinfärben? Ja, so ganz vorsichtig, so schön die Reihe lang. Da brauche ich Geduld. Ja, dann mach mal Geduld. Ganz zart und vorsichtig, nicht viele, nur ein paar. Du wisst, was das für große Pflanzen wären. Genau, jetzt wird's wieder.
Ja, jetzt kommen sie gut recht. Ja, aus jeder Same, muss man sich überlegen, wird so eine Riesenpflanze. Und wenn man immer nur die großen abmacht, so wie ich das mache, dann können die wirklich bis zu 40 cm groß werden. Die verästeln sich dann oben. Ich hatte das im Sommer draußen auf dem Balkon und an meinem Feigenbaum. Und das waren dann richtig riesen Pflanzen. Und ich habe dann immer nur die größten abgemacht. Das war richtig toll. Ich hatte das ganze Jahr. Und habe dann auch immer mal nachgesät, weil es bleibt ja nicht aus. Genau, jetzt gib mir mal die Schere. Ich schub's wieder ein bisschen zu. Genau, so. Damit die richtig schnell wachsen können. Genau, die müssen ein bisschen Erde haben, nicht viel. Mama, so. Wann ist denn das Video zu Ende? Gleich machen wir es zu Ende. So, und jetzt dann zumachen, das hinstecken. Hier so. So, und dann wisst ihr auch, was drin ist. Hier ist Basilikum und dieses Saatband. Wenn das dann gekeimt ist, kriegt ihr wieder ein kleines Video von uns. Mhm. Tschüssi, viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Gartenvideo. Eure Nicole und euer Simon. Ja. Yeah.